Hey, herzlich willkommen bei Assassin's Creed Black Flag. Jetzt muss er sich hier erstmal anmelden. Es hat alles ein wenig gedauert, weil ich jetzt die PC-Version spielen werde. Ja, meld dich an, bitte. Und ich war verdammt nochmal übelst in der Versuchung, mir das bei YouTube irgendwo anzugucken. Aber ich habe mich am Ring gerissen. Von daher habe ich überhaupt keine Ahnung, was mich da erwarten wird. Anmelden bitte. Boah, wenn das jedes Mal so lange dauert, dann... Ich würde ja auf Abbrechen klicken, aber ich will es ja eigentlich nicht abbrechen. Es soll ja schon laden. Na, bitte? 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 Er will's nicht. Die Musik ist ja schon mal schön. Ja. Okay, komm. Gib Gas. Jetzt frage ich mich, wo ist das Problem? Das ist the big question. Ja, das Einzige, was ich von dem... ein neues Spiel beginnen. Lass mich doch mal eben schnell gucken hier. Ja, machen wir das mal alles ein wenig leiser. So, lassen wir das mal. Allgemein. Ja, Blut an ist gut. Untertitel, logisch. Online interessiert uns nicht. Steuerung. Oh mein Gott, was kann ich denn hier alles einstellen? Nicht so viel. Ich lasse das einfach auf Standardeinstellung. Grafik gucken wir uns mal an. Ja, das lassen wir mal so. Sollte funktionieren. So. Was ich gerade sagen wollte, das Einzige, was ich weiß von dem Spiel, ist halt das, was man aus den ersten Trailern kennt und gesehen hat. Und dass man halt mit dem, ich glaube, das ist der Großvater von dem Vater von Connor. Also Connors Urgroßvater. Glaube ich. Ich glaube, so war das. Ich glaube, wir fangen jetzt einfach mal an, bevor ich hier große Reden schwinge. Auf geht's. Ja, ein neues Spiel starten. Abstergo. Nein. Na. Mal ein neues Spiel starten. Oh, Moment. So. Zack. Und jetzt. Und mal gucken, ob die Ladebildschirme beim Vierteil ein wenig fixer sind. Ah, er speichert, er tut was. Ubisoft. Sie haben uns! Na, das fängt aber gut an hier. Wollen wir mal gucken, was. Hier kannst du sie sehen? Wer, was, wann? An die Kanonen! Ja. Das Ruder. Das Ruder, wir müssen auf. Der Steuermann ist tot. Nimm jemand das Ruder. Ja, ich gehe ja. Jetzt lass mich doch da hoch. Kenway, ja. Geh ans Ruder, verdammt. Mach ich doch, Mann. Mit B. Da haben wir B. Der Schott hat's völlig zerlegt. Oh, Kanone abfeuern. Um ihre Kanone abzufeuern, halten sie LT und bewegen R zum Zielen. Drücken Sie dann auf RT, um zu schießen. Okay. Auf wen? Ah, das war gut. Achten auf dein Zeichen, Captain. Ja.
Ah, warte, 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 warte. Zack. Verdammt. Wir versenken sie. Der Feind hat Verstärkung dabei, Captain. Das ist kein Problem. Zack. Oh, da vorne ist... Oh mein Gott. Oh, warte. Das ist kein Problem. Oh. Zack. Ja, schön die Segel weggerotzt. Pass auf. Ah, da ist die Welle im Weg, da ist die Welle im Weg. Ach, der war voll daneben, verdammt Hacke. Jetzt aber. Naja, das war nicht so toll. Boah, ich seh nix. Ja, wenn ich was sehen würde. Da ist die Welle im Weg. Jetzt hier mehr. Ah. So. Und. Ja, ich schieß doch. Wie ein Idiot. Ich seh nur nix, Mann. Wo ist es denn? Untergegangen? Ah, unter. Ah, andere Seite. Oder besser gesagt, hinter uns. So. Oh, der war gut. Der letzte war gut. Der letzte war gut. So. Das Magazin ist explodiert. Lösch die Flammen. Mach schon, du räudiger Hund. Was war das? Und vor allem, gefährlich? Wer war das? Edward. Hm? Die Freibeuterei. Ist es gefährlich? Wäre ja sonst nicht so gut bezahlt. Warum gehst du nicht zur Royal Navy? Du kriegst sicheres Geld, segelst mit Gentlemen. Ich pfeife auf diese Gentlemen. Für jeden Schilling, den ich verdiene, bekommt der Captain 600. So verdient man kein Vermögen. Wir brauchen kein Vermögen. Es geht nicht ums Brauchen, Caroline. Ich will Essen, das mich nicht krank macht. Ich will Wände, die den Wind abhalten. Ein angenehmes Leben. Wie lange wärst du unterwegs mit diesen Freibeutern? Ein Jahr, schätze ich. Höchstens zwei. Also gut. Nicht mehr als zwei. Versprich es. Okay, wir haben es also nicht versprochen. Glaube ich, so wie es aussieht. Jetzt würde mich mal interessieren, wie lange wir jetzt schon Freibeuter sind. Kann ich auch irgendwie schnell schwimmen? Ah, okay. Wollen wir noch eine kraulen? Oh, der hat uns aber was mitgegeben, ne? Das Schiff ist hin. Meinst du, verkrabbeln? So. Ich würde noch nicht lachen. Wer ist das? Ist auf jeden Fall ein Feind. War es für dich auch so gut? Oder? Havanna. Ich muss nach Havanna. Dann baue ich uns schnell ein neues Schiff, oder?
Ich bezahle dich. Ist es nicht das, worum es euch Piraten geht? 100 Escudos. Sprich weiter. Hilfst du oder nicht? Du hast dieses Gold nicht dabei, oder? Verfluchtes Piratenpack! Tja, das ist Pulver. Das wird nix. Dich hol ich mir, Früchtchen! Oh. Das war doch kein Assassine. Na komm, Mann. Das war ein schlechter Anfang. So. Wollen uns erstmal den Schwachmaten erholen. Es sind 100 Meilen oder mehr nach Havanna. Willst du den ganzen Weg laufen? Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, aber wir gehen einfach mal hier hoch. Op. Na, hopp. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Kann ich mich hier... Na, geh runter. Hopp. Danke. Ja, hier kann ich wieder synchronisieren. Na hopp. Ja, geht doch. Blöder Fatzke. Wo will der bloß hin? Das ist dieses Frage mir auch. Wo will er hin? Ja, ist klar. Das tat fast weh. Wir könnten uns zusammentun. Wo ist er denn jetzt? Ach, da. Der ist jetzt darüber. Was der kann, können wir auch. Bleib mir vom Leib! Ey, Alter. Der spinnt ja wohl. Der kann doch nicht auf uns schießen. Komm, Schwein. Gleich haben wir eine. Mensch. Mr. Duncan Walpole. Ich nehme euer großzügiges Angebot an und erwarte eure Ankunft mit Spannung. So ihr tatsächlich in Besitz der gewünschten Informationen seid, werden wir euch großzügig belohnen.
Obwohl mir euer Antlitz unbekannt ist, werde ich, glaube ich, das Kostüm wiedererkennen, für das euer geheimer Orden so berühmt ist. Also kommt zügig nach Havanna. Ich werde euch willkommen heißen wie einen Bruder. Suma su humilde servidor, el gobernador Laureano Torres y Ayala. Mr. Walpole, holen wir eure Belohnung. Das ist ja fabulös. Wobei ich sagen muss, dieses Blau ist nicht ganz mein Geschmack. Ich hätte es lieber weiß. Naja, machst du nix. So. Dann würde ich sagen, machen wir für heute erstmal Feierabend. Na, hopp. Dieser Schoner sollte ausreichen. Ah. Ich wollte noch nicht da rein. Also, macht's gut.